Dann sagte mir Fedra, dass sie sich verliebt hätte. Anfangs freute ich mich für sie, als sie dann aber Dea mit nach Lydians Kreuzung zurückbrachte. Um mich zu treffen, konnte ich sofort sehen, dass Dea und Fedra gar kein Interesse hatten, sondern nur gar kein Interesse hatte. Dass Dea an Fedra kein Interesse hatte, sondern nur an ihrem Besitz. Warum sollte ich ein Wort von dir von glauben? Du verbirgst etwas von mir. Sag mir sofort, sonst schlitze ich dir die Kehle auf. Verängstigt wirft Sandro die Arme hoch, um dich abzuwehren. Bitte zeig Gnade. Weißt du, Fedra, naja, sie war Letians Enkelin. Als Letians einzige bekannte weibliche Erbin hat sie das Land geerbt, auf dem Letians Kreuzung liegt. Sie machte aber nicht viel Aufhebens darum. Sie tat nur, was getan werden musste, um die Zukunft des Dorfes zu sichern, und beließ es dabei. Er blickt sich nervös um und beginnt zu flüstern. Der andererseits wollte mehr. Ich glaube, sie würde die Händler bis zum Äußersten besteuern, wenn sie dazu in der Lage wäre. Willst du damit sagen, dass der Fedra nur wegen des Landes geheiratet hat? Im Grunde ja. Ich glaube nicht, dass der Fedra jemals geliebt hat. Sie folgte stets anderen Motiven. Fedra war Hals über Kyros in der verliebt. Sie war charismatisch und wusste immer, was sie sagen musste, um Fedra zum Lächeln zu bringen. Sobald Fedra ihr aber den Rücken zurückkehrte, kam Deas Reißzähne hervor, sozusagen. Warum sollte ich ein Wort davon glauben? Er lässt die Schultern sinken und macht ein besiegtes Gesicht. Ich habe keinerlei Beweise. Ich kann nur darauf vertrauen, dass du als Schicksalsbitter weißt, dass ich die Wahrheit sage. Dann gib mir mal die Halskette. Ich will Dea tauschen. Sandro musste dich erwischen. Sie erzählt Lügen über mich und jetzt soll ich meine Halskette verlieren, die mir Fedra gegeben hat. Er ergreift das türkisfarbene Medaillon und lässt es ein Moment lang durch seine Finger gleiten. Also schön, nimm sie. Wenn das der ihr gerechter Strafe zuführt, dann ist es den Preis wert. Du kannst sie wieder haben, wenn wir fertig sind. Brauchst du Bruderschaft, habe ich jetzt maximal einen Hass und kann jetzt einschüchtern. Ja, ich denke wirklich, wenn ich mit den Leuten hier verhandeln möchte, dann hätte ich wirklich, also mit den Bendrin Wahel, brauchst du Bruderschaft und Ungebrochene, dann hätte ich mich nicht mit dem Chor verbünden dürfen. Da hätte ich jetzt halt den ganzen Zorn auf dem Chor. Artefakte sehen gut aus. Beherzte ist sogar ziemlich weit oben schon von Beric. Ja, Tudor, Graven Ash, ne, was stimmt. Und ich glaube nicht mal, dass Tudor so viel dagegen gehabt hätte, wenn ich die militanten Gruppen der Stufen unter mir vereint hätte. Bei Tudor geht es im Augenblick hauptsächlich um Gerechtigkeit. Und wenn es meine Entscheidung gewesen wäre, die Rebellentruppen zu einer geordneten Truppe zu vereinen, vielleicht sogar unter Kyros, hätte er nicht viel dagegen gehabt. Hauptsache, ich finde die Wahrheit über die beiden Archonten heraus. Da hätte ich wahrscheinlich beides zu ihrer gerechten Strafe zuführen Will können. do. I got it. So kann ich halt nur, Interesting. au nur eine Wart I got it. seiner Strafe zu führen. Hi, Kumpel. Da ich glaube, dass da noch mehr von euch sind. I will end. Warf ich mal lieber. Ja, da ist nämlich auch noch Heimtücke mit dabei. Hauch und Heimtücke.
Da müssen wir erstmal gucken, dass wir die Heimtücke loswerden, während Barracks sich um. Right. I will aid you. Okay, wir gucken erstmal, dass wir die Plagen loswerden. Barracks Stufenaufstieg kam gerade weg. Nein, nicht die Hauchs angreifen, greift die da an. Barracks macht das Ding da schnell tot. Okay, die Heimtücke hat sich gerade geheilt. Aura der Tücke zerrüttet. Barracks taut. Will do. Das war jetzt eine knappe Heilung, aber sie hat geklappt. Barracks taute. Ich hau mal mehr Schaden raus. Pay attention, kids. You might learn something. Du ziehst dich mal kurz zurück. Mist. Consider it done. I'm consumed in darkness. This should do the trick. Ja, jetzt hat sie eine Wunde, aber das ist egal. Oh, sie ist jetzt voll hochgeheilt. Ja. Powerful cures in shadow. So, dann doch das weg. Gut. Helm der Brosselbruderschaft. Und ein paar andere Gegenstände. So, mehr können wir hier gerade auch nicht tun. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück und konfrontiere unsere bezichtigte Mörderin. Oh, erstmal Barracks aufleveln. Ich könnte seine Phalanxhaltung verbessern. Nimm die Haltung ein, die zu gleichen Teilen offensiv und defensiv ist und fügst Nahkampfangreifern Stichschaden zu. Das ist nicht schlecht. Wachst aber Beschützer. Wenn Barracks Band der Ehre einsetzt, ist auch nicht schlecht. Einmal pro Kampf erhält Barracks für kurze Zeit einen beträchtigen Rüstungsboost, wenn seine Gesundheit einen kritisch niedrigen Stand erreicht. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir erstmal das hier. Ach ja, und sein gelb leuchtender Kreis hat zum Glück nachgelassen. Und hier haben wir 12. Ich brauche eine Hand und ich brauche sowieso alle anderen Skills, die schon ziemlich hoch sind. Lebenspunkte erhöhen wäre auch keine schlechte Idee. Genauigkeit und Rüstungsabwehr, das klingt doch nicht schlecht. Ja, jetzt ist bei Barracks das Ding auch ganz gelb. Ja, abtrünnigen Sumpf könnte ich reisen. Ich könnte auch erstmal hier hinreisen, das dauert einen Tag. Aber nee, erstmal zur Lydianskreuzung.
In den abtrünnigen Sumpf würde ich nämlich gerne Sirene mal mitnehmen. Landry dann wieder in die Mauern, weil Landry eben dort die Runen entziffern kann. So, Vintra, Händler der Eisengebundenen, Mondviertel. Und? Das finde ich eigentlich fast schon ein bisschen schade, dass es hier keine Waldläufer mehr gibt. Mit einem Gefährtentier, aber naja. Noch nix. Neues. So, Dea, jetzt bist du mir bei deiner Erklärung schuldig. Right. Hast du meine Blutschuld beglichen? Der Stimme zittert, die Erschöpfung und Trauer sind dir deutlich anzusehen. Lügen, der Mörder ist beseitigt, hier ist die Halskette. Mein Schatz, du bist gerecht. Sie birgt die Kette in den Händen und hält sich an die Wange. Nachdem sie sich kurz stumm nachgedacht hat, atmet sie tief durch und blickt dich lächelnd an. Und du wärst fast damit davongekommen. Davongekommen? Womit? Was soll das heißen? Sie blickt dich verwirrt an. Das ist skandalös. Ich könnte nie Deas Gesichtsausdruck, weil sie sich plötzlich mit einem Wimpernschlag von empört zu Stoß ist. Sie verschränkt die Arme und grinst. Da brat mir doch einer den Tiermenschen. Und ich dachte, ich wäre damit davongekommen. Sie blickt auf ihre Füße. Aber du kannst mir nicht verübeln, dass ich es versucht habe. Sie beginnt verschlagen zu lächeln. Weißt du, Schicksalsbinder, da Fedea jetzt nicht mehr da ist, erbe ich ihren ganzen Besitz. Vielleicht kann ich etwas als Entschädigung anbieten, falls du dich dafür entscheidest, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Zuerst ein paar Fragen. Wirklich, was sollst du denn sonst noch wissen? Warum rufst du einen Schicksalsbinder herbei, wenn du diejenige warst, die ihre eigene Ehefrau umgebracht hat? Ja, das ist ziemlich blöd von dir, denn ich... gerade einen Schicksalsbinder zu rufen. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Wenn ich diejenige bin, die dich herbeigerufen hat, dann wirst du mit geringerer Wahrscheinlichkeit vermuten, dass ich sie umgebracht habe. Ich hatte gehofft, du würdest mir einfach glauben und Sandro für mich töten, aber anscheinend hatte er keine Lust, seinen Mund zu halten. Warum hast du sie getötet? Das Zusammenleben mit Fedea war unerträglich. Sie war immer so glücklich und lächelte die ganze Zeit. So als wäre ihr in ihrem gesamten Leben noch nie etwas Schlechtes widerfahren. Es machte mich wahnsinnig. Anfangs war ich glücklich mit ihr, im Laufe der Zeit aber zermürbte es mich und ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich wollte ihr zeigen, dass das Leben gemein und grausam sein kann, damit sie nicht mehr die ganze verdammte Zeit lächeln würde. Die Toten lächeln nicht. Und warum jetzt und nicht früher? Ursprünglich hatte ich gar nicht geplant, es selbst zu tun. Fedea sollte beim Einmarsch von Kyros Armee in Lithians Kreuzung sterben. Das war der einzige Grund, weshalb ich diesen dummen Nuss geheiratet habe. Ich lernte Fedea in der Bastardstadt kennen. Lange dauerte es nicht, bis ich herausgefunden hatte, dass sie beträchtlichen Grundbesitz hatte. Ich umwarb sie eine Weile und dann fiel Kyros in die Stufen ein. Zu jener Zeit hatte ich Fedea schon da, wo ich sie haben wollte. Sie hatte sich Hals über Kopf in mich verliebt und ich wollte für immer mit ihr zusammen sein. Damals war sie aber noch nicht bereit, mich zu heiraten, also blieb ich bei ihr, während wir herumreisten und uns schließlich hier niederließen. Kyros Truppen kamen schon bald darauf, ihre Armeen eroberten Lethians Kreuzung in Hand umdrehen und unterwarfen das Dorf. In diesem Jahr wurde Fedea schwer verwundet. Ich dachte nicht, dass sie die nächste Jahreszeit erleben würde und überzeugte sie deshalb, mich zu heiraten, bevor es zu spät wäre. Sie stimmte zu und eine Zeit lang dachte ich, dass alles zu meinen Gunsten laufen würde. Sie würde sterben und ich würde das Dorf besitzen. Woher weißt du, dass Kyros eine Frau ist? Das weiß ich nicht, stelle ich mir aber gerne so vor. Sie mit ihrer Macht und ich mit meinem riesigen Landbesitz. Mir würde ein gutes Paar abgeben, weißt du nicht? Sie lächelt kokett. Offensichtlich erholte sie sich Fedra aber wieder.
Das lag an Sandro. Er ließ Phaedra einfach nicht alleine. Aufgrund ihrer Freundschaft war er dazu entschlossen, sie wieder gesund zu fliegen. Und damit hatte der Scheißkerl auch noch Erfolg. Im Verlauf einiger Wochen zerstörte er meine jahrelange Planung. Also musstest du deine Pläne ändern. Ich habe mir viele verschiedene Möglichkeiten überlegt, Phaedra aus meinem Leben zu entfernen, aber keine davon war gut genug, mich von jeder potenziellen Schuld zu entlassen. Als die Bronze Bruderschaft angriff, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, meine Verwicklung in ihren Tod zu verschleiern. Aber Sandro hat mich gesehen.